Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Natürlich wieder mit dabei, Fabi. Hallo. Und ich melde jetzt hier einfach mal... Oh, wir können schon zufälliger Dungeon Wrath of the Lich King anmelden. Perfekt, dann kann ich das ja machen. Ich komme mit dieser Zufälligkeit nicht klar. Wir müssen da hinten auf die 3, zur 3 am besten. Am Strand. Zur Nummer 3, bitte. Wir brauchen riesige Giftdrüsen. Riesige Giftdrüsen? 3 Stück. Ja, von den riesigen Geseitengrabblern. Bist du unter die Amis gegangen? Ich nehme die 3. Ich nehme die Nummer 3. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Heißt, ich flitze. Ich habe gestern schon mit meinem Hunter 2 zeitverlorene Teile bekommen für meinen... Sind die zeitverloren? Ja, auf jeden Fall die 496er Teile für meinen Dudu. Ist egal, wo du sie verloren hast. Die Zeit oder die Teile? Mit der Fledermaushörerin sollen wir jetzt sprechen. Ja, genau, jetzt mussten wir bomben. Oh. Dies hier. Was benötigt ihr? Fliege! Ich bin ganz Ohr. Und wir müssen die Reservisten infizieren. Haben wir dafür. Ah, ja, hier. Das ist so ein Giftteil. Kannst du dir theoretisch auch rausziehen, wenn du möchtest. Kann ich mir jetzt auch direkt von hier rausziehen? Nee. Ach ja, Gott. Das geht ja auch, wenn ich sie an der Seite habe. Das passt das schon. Ist, außerdem sind wir. Das ist ja auch geteilt, denke ich mal wieder. Ja, denke ich auch. Geht da recht fix. Also. Normalerweise. Oh. Wollen wir es jetzt annehmen oder nicht? Lass uns schütteln die Hände. Ich schau mal, wie weit wir kommen, wenn wir hier die Teile einfach. Ja, stimmt. 16. Hä, wo sind die denn? Ich sehe auf den Schiffen überhaupt keine. Da. Ja, okay, mach mal, melden wir die direkt nochmal danach an. Ja. Die werden sich freuen, dass der Heiler ausgerechnet abgelehnt wird. Wir direkt auf einmal 11 infiziert. Ich bin außer Reichweite. No, ich hab's viel. Fertig. Ja, jetzt kannst du anmelden. Oh Mann. Ja, komm, es dürfte schon recht fix gehen, oder? Fliegen wir jetzt hier echt die Runde noch zu Ende? Na, freilich. So ein Quark. Bei den anderen konntest du wenigstens... Quäse! Was? Bei den anderen konntest du wenigstens einstellen, dass du gerne wieder zurück möchtest. Ja, ja, so. Da konntest du unten dann auf dieses Abmount-Zeichen oder irgendwas war da dann immer und dann ist es direkt zurückgeflogen. Ja. Ich dachte, dass wir hier jetzt auch schon mit drin gewesen. Nee. Na, sowas. Oh, ich hab... Ach nee, ist das nur ein Signal? Das kommt jetzt. Mir nochmal die Schultern an. Du musst lauter sprechen, sonst hört man dich nicht. Ich grummel doch aber nur in meinen Bart. Bart. Ich glaube, ich finde die Schultern sogar besser so. Sie passen irgendwie so ein kleines bisschen besser zur Robe. Also, ich weiß nicht, wie sie bei dir ausschauen. Ja, diese Priesterteile halt. Die sehen so ein bisschen merkwürdig aus, zumindest zu dem Equip, was ich gerade trage. Ja, das ist der Fall hier. Oh toll, jetzt kriegen wir natürlich keine blöde Allianz. 5 Minuten Wartezeit haben wir auch. Okay. Was jetzt? Nein. 3, 2, 6, 3, 3. Also ich finde das, bei mir ist das Halsteil besser. Tschüss. Bei mir nicht. Jetzt haben wir Blinder schon. Schon über 115? Nö, aber ich habe trotzdem mehr Intelligent und Crit und trotzdem. Also meinst du, es von den Werten her besser? Dafür haben die hier richtig viel Ausdauer. Lass die Krähen fressen, genau, stimmt. Die Fjordkrähen. Ja, das von denen brauchen wir das Fleisch für... Die Hunde müssen wir hier auch die freilassen. Ach ja, stimmt. Oder wir müssen das Fleisch einsammeln und es dann an die Hunde verfüttern. So rum war's. Ja,
Nee, ich meine, wir mussten die Hunde verwenden, um diese. Wir müssen die Hunde rausholen. Die Leichen looten und den Hunden dann das Fleisch zuwerfen. Ah, ich hab keins mehr. Nee, die Leichen müssen wir verbrennen. Genau, so war das. Ach, die Leichen haben wir ja auch noch, stimmt. Ich hatte gerade nur an die Krähen gedacht. Oh, viele Gegner. Hurricane! Feuerregen. Gehört 1000 Winter nicht mehr der Horde? Eben hat es noch der Horde gehört. Das ist gerade die Schlacht. Das kann auch sein, dass Schlacht ist, genau. Dann will ich doch mal hoffen, dass es gleich wieder uns gehört, damit wir den EP-Bonus kriegen. Oh, ich kann die hier sogar looten. Ich meine Kirschen. Yay. Gibt immerhin, sie ist gar nicht so viel. Invite! Das Coole ist, dass es sogar noch als Random Dungeon hier ist. Ja, es gibt dann nochmal mehr Erfahrung und den Sack mit hilfreichen Gütern. Genau. Wir müssen noch mehr Leichen verbrennen, ja. Drei Stück noch. Eine habe ich noch. Ist zu weit entfernt. Irgendwie hat eine für mich nicht gezählt. Jetzt bin ich erst fertig. Ich war auch noch nicht fertig. Ach so, okay. Ich habe noch einer gesucht. Können wir jetzt zurück? Jupp. Jetzt hat der Tank abgereimt. Oh, Moment, ich muss ganz kurz unterbrechen. Irgendwas geht hier bei mir im Hintergrund ab. Und da bin ich auch schon wieder. Macht Spaß, wenn man Social Blade im Hintergrund offen hat und dann blökt auf einmal Werbung los, obwohl man nichts gemacht hat. Hä, aber mache ich schon immer alles zu Facebook, E-Mail-Programm, alles wird dicht gemacht, damit nichts nervt und dann man rechnet mit nichts Böses und dann kommt sowas. Manche hier andauernd Gilden-Invites. Siehst du, ich habe dich immer noch nicht eingeladen. Wir müssen uns noch den Bericht anhören. Ja, müssen wir auch, aber... Gehen wir erst da unten in die Höhle rein. Genau, ich wollte erst das hier am Strand alles abschließen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich eben aufgenommen habe. Das war aber noch nicht lang. Das waren vielleicht so 7 Minuten oder so. Ja. Die Speer Winter sind da. Die Winterscorn. Sind das die... Nee, das sind andere Viecher im heulenden, in der Tundra. Sind aber auch. Das hat jetzt ganz gut EP gegeben. Ja, 23.400. Hier, ich bin Level Up gleich. Im nächsten Mob quasi. Krass, dann bist du schon 71, ja. Bei mir fehlen noch 70% bis 70. Bei mir dauert das noch ein wenig. Oh, ich bin ja an diesen Zacken hängen geblieben. Wir haben eine zu krasse Hitbox. Eine Hitbox. Naja, wenn du dagegen knallst. Und schon wieder mit jemandem sprechen. So viel sprechen. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal den Bericht anhören. Oh, ich bin auch an dem Zacken hängen geblieben. Und geht's jetzt zum Level Up und ein Invite. Jetzt ist natürlich gleich mein Gear übelst nach oben geschossen, dadurch, dass es jetzt 71 ist. Ah, ja, stimmt. Klar, jetzt dürftest du euch nicht mal wieder treffen. Vielleicht. Mal gucken. Ich habe ja keinen Hit, glaube ich, drauf auf den Items. Nee, ich habe ja keinen Hit drauf. Ich habe ja das vom Heiler, weißt du? Das Level Gear. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich kann schon annehmen. Was führt euch hierher? Ingvar muss sterben und Abrüstung. Genau. Dann haben wir noch die eine Quest, die immer aus dem heulenden Fjord kommt. Stimmt. Eine Rechnung begleichen war genau. Das. Nett. Ui, Stoffschultern. Oh, ach nee, das sind noch nicht die mit dem schönen Style. Ich finde, bei Maligos war das und ich glaube, irgendwelche Schultern in Naxxramas, die gefielen mir vom Style her immer recht gut. So, und jetzt boom.
Und jetzt soll ich die Saat erstmal hier hochdrücken. Oder Keim, wie sagt man? Keim, glaube ich. Fruchten finde ich besser. Waffen müssen wir sammeln. Es lootet der Drecksack hier alle Waffen weg. Ich glaub das nicht. Ha. Meinst du, du schaffst das ja? Ach man, du bist so ein Arschgesicht. Es gibt ja noch genügend hier. Aber diese scheiß DDs, die meinen, sie müssten keinen Schaden machen. Ich hab während des Laufens gedottet, ja. Lass die mir wenigstens. Du das bist so ein Sackgesicht. Das war während ich das schon gemacht habe, ja. Das konnte ich nicht mehr abbrechen einfach. Aber nein, überhaupt nicht. Du bist ja noch hingesprungen. Du hast gesagt, ich soll es da sein lassen. Bei der letzten bin ich hingesprungen. Das habe ich dann anscheinend die einzigen, die brauchen. Mir fehlt auch nur noch eine einzige, damit ich noch wirklich richtig wieder in dem Teil hier drin. Also, ich glaube, das reicht komplett für das 4 Leute oder 5 Leute voll davon. Ach, wir sind falsch gelaufen, ne? Wir sind die Runde komplett gelaufen. Mhm. Nee, der Tank braucht es anscheinend auch noch. Hier rechts ist auch noch eine. Du bist nicht schneller als ich, gib's auf. Scheiße, ich habe zwischendrin abgebrochen, weil ich doppelt drauf geklickt habe. Ich war auch einen Ticken früher da. Nein, hast du nicht. Hey, die Drachen. Ja, vermöbelt dem kleinen grünen Goblin da mal ordentlich den Arsch. Gar nicht. Ich hab ja jetzt schon alle. Schade, die kann man gar nicht stunnen, die Drachen. 47% vom Level habe ich schon. Noch 3 Quests abzuschließen. Die können wir doch auch kürzen, ja. Genau. Ich habe jetzt auch schon wieder den eben Level ab und habe jetzt schon wieder 15%. Ja, das geht schon echt relativ flott hier. Ja, schon. Wie gesagt, heutiges Tagesziel Cataclysm. müssten wir uns ganz gewaltig ins Zeug legen. Wenn man Instanzen rennt, dann ist das möglich, aber. Ich habe noch ganz viele andere Projekte hier. Ja, ich muss ja auch noch das ein oder andere rendern. Den Hunden raus und einkaufen. Diese ganzen Alltagsprobleme. Was ist dann? Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie so ein Kaufhaus-Fell oder so. Extra kann das auch irgendwie kriegen. Okay, jetzt habe ich auch alle Waffen. Gar nicht so aggressiv sein müssen. Ich bin nicht aggressiv. Das war nur ein... Ja? Ein etwas zickiges Freundin-Meckern. Das ist was anderes als aggressiv sein. Oh, verdammt! Wie kommt das bloß? Das war aus Versehen gesagt. Oh, ich hab's spannend, ich hab's hier. Jetzt will er nicht mal lang den Schaden machen. Ja.
ist das diese Aranan... Ja, genau. Ach nee, Ara... Was? Aranal Ledell. Okay. Und wer muss das Frostgrab rausholen? Der Heiler. Stimmt, da war ja was. Ich bin's gewohnt, dass man den so lange runterwirft, dass das gar nicht passiert. Alter, hat der Shadow Schaden gemacht. Er kann, der kann. Warum, wie viel hat er denn gemacht? 3k. Und irgendwie sind meine Dots... Nicht schlecht, auf Level 68 vor allen Dingen. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Ich bin aber auch komplett Level hier auch noch. Aber anscheinend geht es bei dem ganz gut. Okay. Oh, eine extrem nette Schildhand. Brauchst du? Ja. Die hat einfach mal ganze 11 Intelligenz mehr als meine letzte. Krass. Na gut, die hat jetzt Item Level 138, die alte hatte 56. Das ist ein bisschen her, dass ich die gekriegt habe. Und gleich kommt wieder... Hör auf zu quasseln! Hau einfach drauf! Du bist so nutzlos. Wie kann man als Totenbeschwörer sterben? Du hast so viele Ticks gelernt. Twinks leveln ist toll. Doch, gar nicht. Doch, Twinken ist so cool. Du siehst endlich nochmal Fortschritt, was man beim Raid nicht unbedingt behaupten kann. Es ist einfach Sommerpause. Ja, klar. Ich habe ja momentan auch keine Lust unbedingt, mich in den Raid zu hocken. Ich freue mich wieder richtig aufs Raiden, wenn WoD dann da ist. Das wird toll. Weißt du ja nicht. Ja, es ist einfach ein neuer Content. Es ist das Ganze nochmal für mich interessanter. Ich hoffe nur, dass die anderen auch ähnlich sehen und wir dann wieder genug Leute zusammen haben. Also, wenn ihr gute DDs oder was auch immer seid und auf Onyxia spielt oder bereit seid zu tranzen... Du musst überhaupt nicht mehr sagen, bereit zu tranzen. Man stimmt, kann braucht man ja jetzt gar nicht mehr. Stimmt reden. Ja, stimmt ja. Also nicht hier Leute zum Tranzen versuchen zu überreden. Ich vergesse das immer. Wir brauchen aber auch noch Heilers, also wir sind echt momentan. Was ist, wenn Thomas dann auf seinen Holy geht? Wie sieht es dann heilermäßig aus? Ja, wir haben ja dann nur ein Setup, wir haben ja keine Möglichkeit. Stimmt, wir haben keine Chance zu switchen. Shami-Heiler haben wir momentan gar keinen mehr. Blackie kommt aber, glaube ich, wieder zu WoD. Echt? Okay. Also er hatte wohl gesagt, dass er nur für das Addon hier jetzt keinen Bock mehr hat, weil es ihm einfach irgendwie zu langweilig geworden ist. Okay. Also, das ist der letzte Stand, auf dem ich bin. Oh, ich glaube, ich habe gar keine MDW verteilt. Dalron, versuch den Mut aufzubringen, an meiner Seite zu kämpfen. Um Himmels Willen! So, dort noch ein Einen. Hau einfach drauf! Und, wann stirbt der Magier? Die sterben, glaube ich, ziemlich zeitgleich. So wie wir die gerade runterhauen. Meine Dots ticken auch auf beiden. Ha! Diesmal war ich aber Erster. Multidotter-OP. Wie sieht die Brust aus? Hässlich, will ich nicht. Hier musste man nichts mitnehmen. Nö. Ja, ich schaue mal lieber doppelt und dreimal nach, nachdem ich zigmal vergessen habe zu gucken, was ich gerade so
an Quests habe oder ob ich irgendwo Quest-Items looten sollte bei Bossen. So oft wie mir das schon passiert ist und so viele Monogramme, wie ich mir deswegen in den Hintern gebissen habe, also ich muss ein bisschen platzsparend denken. Oh Mann. Diese schöne nordische Musik, ich mag das irgendwie total, hier dieses ganze Rückholzeug. Gut, dass ich Schattenfigur dabei habe, das ist echt manchmal ganz praktisch, wenn die gerade extrem low drop betankt. Mal in Areas dann rein. Ja, ich werde ja auch mal noch umskillen, dann nehme ich anstatt dessen, dass ich mich die ganze Zeit passiv heile, nehme ich ein Schild mit. Das wird momentan im Raid mitgenommen, zumindest. Ist ja eigentlich auch sinnvoller. Ja, bei den Grüppchen hier ist halt Schattenfroher echt verdammt. No, der darf nicht weglaufen, ich muss doch Seelensplitter aufladen. Boah, jetzt hat er diesen scheiß Schild dem eingegeben. Ich dachte, das ist ein komischen Unmagier mal mitziehen. Ja. Ist denn hier unter uns? Muss man hier jetzt. Hä? Wo gibt man denn die eine Quest hier ab? Unter uns. Den kannst du doch in den Block reinschicken. So? Und wenn du doch nicht treffst. Ach, hier gibt's doch jetzt so, Abkürzung. Okay. Oh, eine Instanz, wo ich in meine Reiseform gehen kann. Da laufe ich immerhin 161% schnell. Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen. Oh, hast du gleich noch den Level up verpasst? Ja, ich glaube auch. Ich habe auch gerade überlegt. Der Shadow mit deinem Burst. Oder wollte uns sagen, dass er gleich nach dem Level up hat. Kann auch sein. Anhülde die Ruferin, stimmt. Warum hatte ich gerade im Kopf, dass das Svala Grabesleid ist? Svala Grabesleid ist doch die Walküre im Turm, oder nicht? Nicht. Oder auch mal. Doch, stimmt. Ja, die Lichtbringerin war die bei dem. Er kommt gar nicht mehr zum Silenzen. Doch, einmal hat es am Anfang gemacht. Echt? So, hier jetzt den Kopf looten. Hier nicht auf den Balken landen. Ich glaube, das kannst du gar nicht mehr. Doch, es geht. Definitiv, ja. Du kannst hier ganz leicht sterben, wenn du blöd fällst. Ah, da hier. Da zum Beispiel auch, ja. Eine Rechnung begleichen. Was gibt's denn da? Gibt's da irgendwas Nettes? Nee, ist nur wie. 4C, die nehme ich mit. Ich bin ganz froh. Der da. Die Ringe haben beide Willenskraft, okay. Aber der eine hat mehr Int als der andere. Ja, den nehme ich mit mehr Int. Hallo? Und was gibt's hier bei der Kette? Oh, die ist jetzt definitiv besser.
Einmal der Ring. Nehme ich aber die mit Crit. Was will ich mit Wille? Das brauche ich einfach noch. Brauche ich so nicht. Genau. Das ist bei mir aber auch so. Habe ich schon 141 Items. Yay! Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Das muss ich jetzt gleich mal schauen. Ich habe 112. So, aber damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Aufnahme angekommen, wenn ich mal überlege, wie viel wir vor der kurzen Unterbrechung aufgenommen hatten. Ja, grob, glaube ich mal. Ja, das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir Razaels und Lianas Bericht anhören. Sollten wir die Folge doch zu früh beendet haben, schreibt es in die Kommentare. Oh Mann. Also bis dann. Tschüss.